Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur zweiten Folge von Pokefusions. Wir suchen uns heute wieder mit einem random Pokémon Generator. Ich hätte fast Number gesagt. Nicht ganz, mit einem random Pokémon Generator suchen wir uns wieder Pokémon raus, die wir fusionieren. 3 Stück jeweils. Aber 3 Stück. Es gibt auch wieder 3 neue Fusionen, die ich offscreen gemacht habe, mit denen ich diese Folge einleiten möchte. Einmal auf eine Anfrage aus dem SQT-Server eine Mischung aller 3 5-Gen-Starter mit Floink als Hauptbestandteil, Serpifeu durch das Blatt am Schweif, durch die Farbgebung, ihr seht meine Maus nicht, an der Nase mit dem Grün und dem Grauen und die Augenfarbe und Otaro durch die Allgemeinfarbgebung und die Muschel. Dann haben wir eine Fusion aus Katana, Ultra Bestie halt, Castadur und Zapdos. Es ist Kunst. Und, ne, die dritte zeige ich euch jetzt einfach. Einen Kommentar dazu abgeben tue ich besser nicht. Was sind die ersten Pokémon der heutigen Folge? Wir generieren. Mal gucken, was ich draus mache. Ihr seht es. Pokémon. Natürlich auch gleich so eine schöne Auswahl, die ich eigentlich alle scheiße finde. Ich zünd deine Familie an! Du impertinenter Haufen Scheiße! Das ist ganz normales Commentary beim Art Design. Und ja, ich bezeichne das, was ich hier erstelle, als Kunst. Ich hasse es. Ich hasse es, ey. Lutsch doch an der Amsel. Gott! Oh mein Gott! Das geht ja alleine durch! Das Viech geht alleine Damit ist die erste Kreation für heute fertig. Es ist sehr eigen. Ja,
Das ist die Beschreibung. Mehr kriegt ihr nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so scheiße ist, aber es ist eigen. Was? Es sieht aus, als hätte die Kamera nur das Gesicht fokussiert. Es sieht aus, als hätte es eine Maske auf. So, damit ist das erste wieder durch. Die Reviews sind reingekommen und wir generieren die nächsten 3 Pokémon. Bitte, gib mir mal was Cooles. Keine Ahnung. Einfach irgendwas Cooles, ne? Warum habe ich das Gefühl, dass man mit der Mischung aus Tangela und Austos was ganz Schlimmes machen kann? Okay, so sieht Tangela unter der Maske aus. Ich bin heute richtig im Fokus, Alter. Heute ist einfach Kunst-Time. Heute ist so ein Tag, ich habe das Gefühl, das wird nicht besser. Alles, was ich anfasse, wird cursed. Das sieht aus wie Kirbys drogendealender Cousin. What the fuck? Digga, das ist einfach Kirbys Cousin aus dem fucking Ghetto. Das ist er einfach. Das ist er! Seht ihr? Der ist eindeutig mit Kirby verwandt. Heute sind die Dinger seltsam. Aber wie es in wohl jeder Folge Pokéfusions sein wird, war das noch nicht das Letzte. Ein weiteres kommt noch nach den Reviews. Reviews. Es sieht normal aus, aber irgendwie auch nicht. Es ist definitiv mit Kirby verwandt. So, auch die zweite Runde Reviews habe ich mir eingeholt. Sie waren tatsächlich positiver, als ich erwartet hätte, muss ich sagen. Vor allem kam tatsächlich der Beitrag, ist besser als das erste. Den habe ich nicht in die Reviews reingeschrieben, das weiß ich, aber... Oh mein Gott. Ich glaube, das wird hier zum Running Gag, dass das Letzte in der Folge immer ganz schlimm wird. Ich meine, denk mal an letztes Mal.
Das letzte Viech der letzten Folge war meiner Meinung nach die zweitschlimmste Fusion bisher, nach dem Bisaflor-Ding vom Anfang dieser Folge. Also was ich gezeigt habe. Möglichkeiten vor meinem inneren Auge. Es bildet sich eine ganze Welt nur um diese hässlichen Viecher. Andererseits, wenn ich Gesicht und Flossen von dem nehme, ist das ein bisschen arg oder nicht? Andererseits kommt's in diesem Format wirklich drauf an, dass es gut aussieht oder darauf, dass es fucking cursed ist. Das ist eine rhetorische Frage. Nein. What the fuck bist du? Ja, nein, das war's. Oh mein Gott, es wird die Regel werden. Ich sehe es schon, es wird die Regel werden. Das Letzte, was in einer Folge kreiert wird, ist immer das Schlimmste. Dieses Was bist du? Was bist du? What the fuck bist du? Oh Gott. Reviews. Hilfe, was ist das? Eat that shit. Das sieht aus wie AIDS sein Vater. Und an dieser Stelle endet die heutige Folge Pokefusions wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und oder ein Abo dalassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also wir, ich und ihr, nicht das da. Bis dann und ciao.